Pfui, ist das hier eklig. Und damit grüße ich euch zurück hier bei Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir machen direkt weiter mit Dean Thomas, der im Glockenturm auf uns wartet. Da müssen wir jetzt hier außen rum hinlaufen. Ist das widerlich, Leute. Guckt euch an, wie es hier bis zum Becken oben voll steht. Also ich finde das wirklich eine gute Sache, um die Umbridge hier ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ich meine, sowas gehört ja dann, wie ich finde, doch schon zu den heftigeren Sachen. Ja, wir müssen tatsächlich in die andere Richtung. Das heißt, alles nochmal laufen, weil ich mal wieder so ein Intelligenzbestie bin. Ach, man kann hier doch rüberlaufen. Hier rein und hier raus. Okay. Alles klar. So, gehen wir in den Glockenturm hinauf. Harry, ich habe einen Plan. Das Schloss ist so riesig. Ja, meine Meinung. Hallo, Dean Thomas. Ich habe meinen Stundenplan. Ich habe nachgedacht. Wenn wir die Uhr oben im Turm manipulieren, kann Umbridge ihren Unterricht nicht rechtzeitig beginnen. Aber wie sollen wir das anstellen? Ganz einfach. Wir verschieben ein paar der Zahnräder und die Uhr spielt verrückt. Komm schon, Harry, das ist genial. Okay, das machen wir. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Ich bin doch Vertrauensschülerin. Obwohl, wenn ich in den Innenhof gehe und Schmiere stehe, verstoße ich doch nicht gegen die Schulordnung, oder? Sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Hey, Ron, du bist auch Vertrauensschüler. Erst einmal muss die Uhr rückwärts laufen. Wir müssen alle Zahnräder dort bewegen. Meinst du, ich könnte im Quidditch-Team mitspielen? Ich habe jetzt... Okay. Das geht ganz einfach, Leute, wirklich. Man muss nur wissen, wie. Dann ist all das gar kein Problem. Ja, komm schon. Wir müssen jetzt quasi einfach nur das ganze System ein bisschen umändern. Ne, ne, da oben. La, 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 la. So. Das muss hier unten hin. Das ist total cool. Ja, total cool. So. Okay, das war gar kein Problem. Super. Wir können bestimmt noch etwas anderes durcheinander bringen. Sieh oben nach. Sieh oben nach. Was für eine coole Angabe mal wieder. La 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 la. Hier liegen noch ein paar Zahnräder rum. Super, reiß sie mir runter. Gar nicht krank oder so, ey. Die sabotieren einfach mal die große Uhr. La 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 la. Hier ist noch eins. Vorsicht. Nix Vorsicht, nimm sie. So. Und runter da. La 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 la. Cool. So. Wir stecken die Zahnräder einfach hier rein. Ja, wir stecken die einfach da rein, ja. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Der muss es ja nicht machen. Das stecken wir da oben hin. Oder auch nicht. Dann stecken wir das halt da oben hin. So. Das ist total cool. Alter. Das wird Umbridge eine Lehre sein. Vielleicht wird sie in Zukunft sogar ihre gierigen Finger von Hogwarts lassen. Na los, Kumpel. Ist das zu fassen? Einfach mal die Uhr sabotiert. Okay. Was haben wir als nächstes? So viel ist es ja gar. Okay, doch. Ginny Weasley. Das müsste der nächste tragbare Sumpf sein, wenn ich mich nicht täusche. Wo müssen wir hin? Hoch. Wie die Fußstapfen es von uns verlangen. So. Quietsch. 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 Okay. Fünfter Stock. Wir kommen jetzt wahrscheinlich ins Treppenhaus, schätze ich mal. Oder hier rechts wieder in die Abkürzung rein.
Lodernde Ohrwürmer. Ah, sie sind überall. Immer das Gleiche hier. Ich hab die Nase voll von dem ganzen Gelaber. Das Bild sagt auch immer das Gleiche. Alles klar. Ach Moment, sind wir jetzt nicht schon da? Hier geht's jetzt links diese Treppe hoch, genau. Na, verschwinde, Slytherin. Falsche Richtung, okay. Okay, okay, okay. Wir sind doch falsch. Ey, die Fußstrom. Ey. Euer Ernst? Euer Ernst? Warum sind hier so viele verschwindet? Kennst du das? Nun, ich habe gehört, dass du letzt. Danke. Das Passwort kennen wir doch schon längst. Mann, ich bin an der Tür vorbeigelaufen. Ist das zu fassen? Genie! Hey, Harry! Du glaubst nicht, was wir hier machen. Tragbare Sümpfe für Fred und George auslösen? Ja, woher? Ich hatte den nächsten Sumpf schon gefunden, aber dann kam Malfoy und ich musste ihn verstecken. Okay. Was ein gutes Versteck. Kumpel. Wir müssen die Kiste in die Mitte des Hofes stellen. Wag dich ja nicht. Hau ab. Du bist der Größte, hä? Nimm das, Potter. Nein, oder? Nein, keine Kämpfe. Okay. Tschö. Mach die mal fertig, meine Freunde. Oh Mann, ich wurde aufgehangen. Naja, hier tut übrigens keiner weh. Komm ich auch mal wieder runter? Steh auf, Harry. Werd erstmal erwachsen, sagt Hermine. Mann, ey, was soll man denn machen? Last Man Standing. Haut den weg. Haut den doch weg. Seid ihr so eingeschränkt? Ihr seid drei Leute. Alle drei unbesiegbar. Nein. Fahr zur Hölle. Mann. Ihr seid so behindert. Hermine, Ron und... Ja, Ginny ja sowieso. Alter! Alter, das kann doch nicht wahr sein, oder? Kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. Meine Herren, ey. Das Kampfsystem ist echt das Letzte. Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Harry Potter, du bist verrückt, stimmt's? So sagt man sich, ja. Alles im Lack. So behindert, ey. Mann. Verschwinde. Verschwinde. Weibsstück, ey. Oh Leute, ich bin glaube ich wirklich erkältet. Mann, das Kampfsystem regt mich übelst auf. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, man ist so wehrlos. Vor allen Dingen, wenn ihr auf dem Boden hockt und dann da 30 Zauber ins Gesicht bekommt. Das ist so lächerlich. Sie haben die Kiste noch nicht entdeckt. Wir müssen sie schnell holen. Wingardium Leviosa! Hast du noch...
Ja, wir haben immer noch nicht genug. Gebt mir richtig ins Gesicht, ey. Vorsicht! Da hockt er schon, Mann! Boah, Junge. Wie ging nochmal dieser Abwehrzauber? Protego. Alter. Irgendwie ja nicht. Oh, ich fange gleich echt an, mich wieder aufzuregen, ne? Das ist doch nicht normal hier. Echt witzlos. Protego. Oh. Ja, schießt mir in die Bahn rein, ey. Wie behindert seid ihr eigentlich? Mann. Hier sind wir immerhin in Sicherheit. Wir haben mal getroffen, guckt euch an. Ich glaube, es ist eine Bombe hier. Ja, wir bleiben jetzt einfach defensiv. Die machen das schon irgendwann. Also das Kampfsystem ist ja wirklich mal für den Hinter... wirklich mal das allerletzte hier. Hey! Ich stand hinter meiner Barrikade, ja? Ey, die stehen doch alle drei. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Sowas frisst mich hier natürlich auf. Ey, ich weiß ja nicht. Ich finde das Kampfsystem ziemlich bescheiden. Ey, zaubert mich doch nicht an. Ihr seid meine Verbündeten, ihr Schweine. Natürlich bin ich der Größte. Ist die denn jetzt mal down, bitte? Wir bleiben mal ein bisschen hocken, habe ich mir gerade überlegt. Zwei sind down. Oh, Ronald, treff mich noch einmal und ich sag's dir. Ihr seid zwei unbesiegbare Charaktere. Es ist doch so schwer, diese eine fast tote Person umzuhauen. Ah, geht doch, ey. Meine Güte.